So, jetzt sind wir in Chase to Memory programmieren. Da zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Chase to Memory, das erklärt ja schon eigentlich alles. Ich möchte ein Chase, ein Lauflicht zu einem Memory hinzufügen. Geht gar nicht so einfach, denkt man. Ja gut, dafür gibt es diese Chase to Memory Funktion. Das ist nichts anderes, als wenn ich auf einen Memory Regler im unteren Segment ein festgelegtes Lauflicht einfach ablege. Es heißt, die Lichtszene, die vorher da war, wird jetzt einfach ersetzt durch das Lauflicht. Aber keine Angst, die Lichtszene bleibt vorhanden. Sobald ihr das Lauflicht wieder von diesem Memory-Regler herunternimmt, ist die Lichtszene wieder da. Umgekehrt auch, wenn davor ein Lauflicht war und ihr eine Memory-Szene drauf ablegt und das Lauflicht runternimmt, ist das Lauflicht immer noch im Speicher vorhanden und die Memory-Szene ist da. Also sagen wir es ganz kurz, Lauflicht ist höher gesetzt als Memory-Szene. So. Jetzt kann ich natürlich vier Lauflichter in den Memory-Szene unten ablegen. Das hat folgenden Vorteil. Und zwar, wenn ich zum Beispiel über den, wie in anderen Videos schon erklärt, in den Theatermodus gehe und hier drüben diese Section dazu benutze, um im Theatermodus vorwärts und rückwärts zu springen. Aber ich jetzt in irgendeiner Szene, wie schon öfters vorgekommen ist, unbedingt ein Lauflicht brauche, weil ein Künstler jetzt da irgendwas voraufführt. Keine Ahnung, der Regisseur gesagt, ich brauche da jetzt ein Lauflicht-Disco. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mir hier eine dieser Szenen Regler, Memory-Regler herauszusuchen, da ein vorgelegtes, fertig gemachtes Lauflicht darauf abzulegen. Nachteil ist natürlich, es hat eine feste Frequenz, die ich einstellen muss, oder Audiotaktung über diesen gelben Steckerkabel. Ja, das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben hier oben Chase. Wir drücken jetzt einfach mal Chase, dann kommen wir ins Chase-Menü. Ich sage, ich möchte ein Level anwählen und so weiter. Ich drücke Live, damit ich auch sehe, was ich mache. Meine Vierer-LED-Bar. Viererbar, Paar 56 hängt da oben. Ich schiebe mal die ersten zwei hoch, da gehen zwei Lampen an. Okay, wir drücken Enter. Ich ziehe die zwei wieder runter, ich ziehe die nächsten zwei hoch, da gehen wieder zwei an, ist in Ordnung. Okay, ich ziehe runter, dann sage ich, okay, die äußeren sollen angehen, sage ich wieder Enter. Ich sage, die inneren sollen angehen, sage ich Enter. Dann sage ich, in dem Schritt soll gar nichts angehen und ich sage hier, vier Regler hoch, ist Enter. Okay. Das wäre ein Lauflicht. Jetzt drücke ich wieder auf Chase, weil ich möchte ja jetzt noch ein Lauflicht anwählen. Ich gehe auf Nummer 2, drücke wieder Level, schiebe jetzt mal alle 4 hoch, drücke Enter, schiebe alle runter, drücke Enter, habe jetzt nur ein Zwei-Kanal-Lauflicht gemacht, an, aus. So, drücke wieder auf Chase, drücke wieder auf, drehe eins weiter auf 3, drücke auf Level, sage hier 3, Enter. Dann schiebe ich den ersten raus, den vierten hin, drücke wieder Enter, dann den Depp, Enter, dann Depp, Depp, Enter und Depp, Depp, Enter und alles raus. Chase. So, dann gehe ich auf die Nummer 4, drücke Level und da sage ich ihm jetzt die 2, Enter, die 2. Enter aus und gehe auf Quit. So, somit habe ich jetzt vier Lauflichter angelegt. Die können wir jetzt auch noch mal ganz kurz durchlaufen lassen, indem ich jetzt einfach die Number-Taste festhalte, Chase hochschiebe, die Number-Taste festhalte, Speed ein bisschen hochschiebe, X-Feld hochschiebe. So, dann sieht man sie jetzt auch schön da blinken. Das ist das erste, wie es aussehen soll. Ich gehe auf Nummer 2 über Number. So. Das wäre das nächste. Ich gehe auf Nummer 3 eins weiter gedreht. Das wäre das dritte. Und ich gehe noch eins weiter gedreht aufs vierte. Das wäre das vierte. Ja? So, wir gehen wieder zurück auf die Nummer 1. Durch Festhalten der Number-Taste kann man das ja erreichen. So, jetzt gibt es hier oben die CTM-Taste. Das heißt Chase to Memory. Ich drücke diese einmal, dann komme ich in das Chase to Memory, Select CTM 9 bis 12. Jetzt bittet mich das Lichtpult darum, mir einen freien Memory-Regler aussuchen. Ich wähle die 9. Jetzt sagt er hier, okay, du hast hier vorne Memory 9 ausgewählt in der Bank 1. Wähle deine Time, die ist auf eine Sekunde eingestellt oder auf extern heißt die Audioquelle, dieser gelbe Stecker hier hinten. Und sag mir, welchen Chase du willst. Chase wähle ich jetzt aus mit dem Drehrad. Einfach eine Drehung nach rechts heißt 1, zurück heißt nichts. Und sonst kannst du 99, 100, keine Ahnung was. So,
Wir sagen ihm die 1, weil live aktiviert ist, blinkt das jetzt auch schon. Und zwar fest auf einer Sekunde. Gut, das gefällt mir soweit. Man sieht hier unten auch den Takt angegeben, eine Sekunde, dann blinkt nämlich dieser Flash-Taster, der normalerweise wie hier drüben grün blinkt, macht, tut, blinkt dann gelb. Wir gehen auf die 10. Da heißt jetzt hier Memory-Regler 10, Bank 01, Chase, da gehen wir auf die 2. Da sagen wir ihm jetzt extern. Dann wird es hier so durch so Häkchen eingerahmt und die Zeit ist egal. Jetzt sieht man auch hier, da wenn Disco Boys anfängt da hinten zu singen in meinem Computer, fängt das an zu blinken. Und weil wir live gewählt haben, machen sie jetzt gerade blinke blinke, wenn Disco Boys laut genug ist. Ja, jetzt sind sie laut genug. Das ist also sozusagen die Synchronisierung für den nächsten Schritt. Also nicht wie vorhin in der Lichtorgel, dass dann alle Lampen in dem Frequenzband blinken, sondern da wird das Lauflicht einfach einen Schritt weiter geschaltet im Bassrhythmus. Jetzt gehen wir auf die 11. Sagen ihm, im 11er will ich den 3 ausgewählt haben. Wenn man jetzt die Time-Taste festhält, also Soft A, kann man über das Jogwheel hier eine Zeit einstellen. Ich sage jetzt mal 0,5 Sekunden. Dann gehen wir auf die 12. Sagen ihm, da will ich die 4 haben. Und sagen Time 2 Sekunden. Mal ein bisschen langweilig. So, jetzt kann man das Ganze mit Quit verlassen. Machen wir den Live auch noch aus. Jetzt ist das Lichtpunkt dunkel der einzigste. So, jetzt müssten alle 4 blinken. Der ganz rechte blinkt im 2 Sekunden Abstand. Der erste blinkt im 1 Sekunden Abstand. Der zweite ist Audio und der dritte 0,5. So, wenn wir jetzt hingehen, den ersten Regler hochschieben, dann sieht man hier oben auch, wie er schön blinkt. Wie vorhin eingestellt, in einer Sekunde lässt das Lauflicht laufen. Und wie man jetzt auch sieht, wenn ich den Regler langsam runterschiebe, ändert sich auch die Helligkeit. Also somit habe ich ein Lauflicht mit Helligkeitskontrolle und genau 4 Stück davon. So, auf dem zweiten Regler. Haben wir das andere Lauflicht. Und das ist Audio. Audio-Geblinke auf Disco Boys. Auf dem dritten haben wir 0,5. Und auf dem letzten haben wir 2 Sekunden. So, man kann jetzt natürlich hier das Ganze mit Audio mischen. Natürlich sind diese Lauflichter auch abhängig vom Blackout, wie ihr seht. Wenn ich hier diesen Blackout drücke, gehen auch die Dinger aus. Wenn ich hier oben Solo drücke und ich hier unten irgendeine angewählte Taste drücke, gehen diese Lauflichter auch aus. Und sie sind natürlich abhängig vom Master B-Regler, wie man hier schön sieht. Und natürlich vom Main Master sind sie natürlich auch abhängig.